KinoCast. Ja, bevor es losgeht hier mit den KinoCast-Sendungen, wenn ihr die Sendung jetzt am Sonntag hört, wir nehmen ja Sonntagvormittag auf und wir publishen dann auch relativ zeitnah, dann ja, kriegt euren Arsch vom Sofa hoch und geht wählen. Nur mal so als, ne? Auf geht's. Jetzt, bevor ihr die Sendung hört. Ihr könnt meinetwegen auf dem Weg zum Wahllokal die Sendung hören, egal. Aber ihr geht wählen heute, versprochen. So, jetzt geht's los. Hallo, Chris. Hallo, fangen wir mal so rum an. Hallo, Kate. Jetzt fühle ich mich benachteiligt. Nein, nein. Ja, sonst heißt es immer Ladies First. Warte mal ab, was nach der Wahl ist, was da mit den Frauen passiert hier. Oh ja. Da gibt es Parteien, die haben da ganz komische Ansichten. Oh, darf ich da nicht mehr arbeiten gehen? Damit könnte ich irgendwie leben. Ja, nichts mehr, dann darfst du auch nicht mehr wählen gehen. Darfst du gar nichts mehr. Da musst du den Chris fragen, wenn du was einkaufen willst. Und so. Na gut, das haben wir jetzt schon. Also. Ach so. Er hat den Amazon-Account. Naja, also Leute, ne, geht wählen. Ne? Das ist jetzt hier, das geht um die nächsten 4 Jahre. Ja. 4 Jahre klingt zwar kurz, ist aber echt lang. Ich kann, also das sind ungefähr 3 Jahre Abi plus 1 Jahr Bundeswehr. Also das kann sich ziehen, sowas. Ne? Obwohl Bundeswehr gibt es ja jetzt nicht mehr. Aber selbst meine Abi-Zeit hat sich ziemlich gezogen, die 3 Jahre. Zumindest die Zeit, die ich in der Schule verbracht habe. Die Freizeit nicht so. Ja. Na gut, also auf geht's. Ne? Es geht nicht nur um die nächsten 4 Jahre, sondern auch ein bisschen richtungsweisend, was danach passiert. Also auf geht's. Und jetzt begeben wir uns natürlich in den Bereich Film und Kino, in dem wir uns relativ gut auskennen, würde ich mal sagen. Und da hatten wir in der Sneak Preview den Film The Many Saints of Newark. Und den hatten wir in der letzten Woche schon als Neustart der Woche vorgestellt, wo ich ein bisschen überrascht war, dass es den überhaupt gibt. Weil ich hatte von dem ehrlich gesagt noch nichts gehört. Das hat's irgendwie nicht in meine Filterbubble irgendwie reingespült, was mich sehr verwundert hat, fand ich. Hatte von euch vorher, Chris, bevor du den Tipp gemacht hast, wusstest du, dass es den Film gibt, oder? Ja, weil ich bei der Filmauswahl dabei war. Ja, ich meine bevor. Ah, okay. Naja. Also, The Many Saints of Newark, wem das auch vielleicht nichts sagt, ist die Vorgeschichte von den Sopranos, von der sehr bekannten Fernsehserie, die so ein bisschen das goldene Zeitalter der Fernsehserien damals eingeläutet hat, die HBO-Serie, die wahnsinnig abgegangen ist und die dann ausgelöst hat, dass eben sehr, sehr viele Fernsehserien, das ganze Genre nochmal neu belebt wurde, wo dann, ja, vorher war so, Fernsehserien war so ein bisschen bäh für Filmschauspieler und danach hat das ja so richtig durchgestartet und das hält ja eigentlich immer noch an jetzt mit den ganzen Eigenproduktionen sogar. Und ja, wer Sopranos kennt, der kennt auch so ein bisschen die Vorgeschichte, was es da gab in den, man spielt das in den 60er Jahren mit, wo Tony oder Anthony, heißt er ja eigentlich, wo Anthony dann aufwächst, zusammen mit seiner Familie dort und sein Onkel war ja für ihn mehr oder weniger sehr prägend, gerade in dieser Zeit, der ja auch großen Einfluss hatte in der Mafia damals und gepaart natürlich mit dieser ganzen unruhigen Zeit in den 60er Jahren mit den Aufständen der Afroamerikaner und die Italiener eben, die versucht haben, ihren Einfluss zu behalten und immer mehr andere Banden haben sich versucht, da Marktanteile streitig zu machen und ja, sein Onkel von Anthony, der Dickie Moltisanti, ja, der ist für ihn so ein bisschen so eine Art Vaterfigur auch. Er hört sehr, sehr auf ihn und ja, wir verfolgen aber eigentlich mehr oder weniger sein Onkel in dem Film und Anthony oder später halt Tony Soprano ist eher so eine leichte Nebenfigur. Wir erfahren zwar auch so ein bisschen was und da kommt auch so teilweise was raus, so bestimmte Sachen, die ihn bewegt haben, bestimmte Punkte in seinem Leben, wo man schon ahnen kann, dass ihn das später in gewisser Weise beeinflusst hatte. Aber ja, die Hauptfigur ist eben Dickie Moltisanti, sein Onkel, der versucht dort seinen Einfluss durchzusetzen und in der Zeit halt irgendwie klarzukommen. Und ja, ich weiß nicht, viel mehr kann man da eigentlich nicht sagen. Es ist mehr oder weniger wirklich diese Familiengeschichte in dieser Zeit, diese Mafia-Geschichte in dieser verrückten Zeit, wo teilweise Aufstände angezettelt wurden, wo ganze Stadtviertel gebrannt haben und irgendwelche
lootenden Banden dann unterwegs waren und dazwischen noch die Mafia, die versucht haben, da ihr Müllgeschäft aufzuziehen. Oder warte mal, hatten die damals schon das Müllgeschäft in dem Film? Jetzt überlege ich gerade. Also in der Serie fing es ja an, dass sie eben dieses Müllgeschäft sich unter den Nagel gerissen hatten. Hatten sie, glaube ich, nicht. Also habe ich jetzt keine Erinnerung dran. Wie haben die ihr Geld verdient? Schutzgeld, ne? Ganz normal. Was man so macht. War Schutzgeld, dann die, die eine Firma, diese, was war es, Baugerüstfirma? Nee, nicht Baugerüst, irgendeine so eine Metallfirma, keine Ahnung, das ist am Bus, was nachher gebrannt hat. Und halt Import-Export. Das haben die vom Laster fallen. Später, also in der Serie, wenn ich mich recht erinnere, war es natürlich so, dass die in der Gewerkschaft ein wichtiges Wort mitzureden hatten, in der Baugewerkschaft, und darüber halt immer mal auf Baustellen gegangen sind und da eben Druck gemacht haben und dann Schutzgeld bekommen haben. Und dann hatten sie noch irgendwie so ein Müllgeschäft. Also die haben quasi den Müll eingesammelt und dafür sehr hohe Gebühren verlangt und das dann irgendwo verbracht. Und na, und dann natürlich noch ein paar Schutzgelder oder wie haben sie es genannt, irgendwie Steuern eingetrieben haben. Naja, wie gesagt, ist bei mir alles ein bisschen schwammig, weil ich natürlich die Serie auch kenne und jetzt hier die Vorgeschichte gesehen habe und ich kann das nicht so richtig auseinanderhalten. Es war für mich schon, ich habe zwar dann gesehen, welche Person wer sein soll später, weil die auch natürlich denselben Namen haben, aber es war halt sehr verwirrend, weil in der Serie, wenn es da Rückblenden gab, da gab es halt doch ab und zu mal einige, dann war es halt so, dass die Personen von ganz anderen Leuten gespielt wurden. Und jetzt mal so ein bisschen als Vergleich, der junge Tony Soprano, der in der Serie gespielt hat, den fand ich nicht so treffend. Jetzt hier in dem Film, da fand ich ihn richtig gut besetzt. Also der Kinderdarsteller oder jugendlichen Darsteller, der Tony Soprano spielt, boah, na gut, der hat ja auch eine gute Vorlage gehabt. Er konnte sich etliche Staffeln Sopranos angucken und gucken, wie James Gandolfini das so agiert und wenn er dann immer so von leicht so schräg, so von unten geguckt hat und so, war schon sehr nah dran. Fand ich echt gut, so von der Art her. Kann ich halt leider nicht sagen, ich habe die Sopranos nie gesehen, aber ich habe Lust bekommen, die anzugucken. Also ich habe jetzt auf meiner Watchlist, habe ich die Sopranos stehen. Ist jetzt, ich weiß nicht, wenn man es jetzt so schaut, ich weiß nicht, wie das rüberkommt. Kannst du ja dann mal mir mitteilen, würde mich mal interessieren, wie das so mit jetzigen Augen, weil das natürlich von der Art her, wie es gemacht ist, nicht so hektisch und schnell ist wie heutzutage jetzt zum Beispiel Gangs of London oder sowas, ja, und es sind natürlich auch brutale Szenen drin, aber diese ganze Mafia-Geschichte ist halt eher so als langes Epos erzählt und vielleicht eher noch so vergleichbar mit dem Paten im Film, aber halt in der heutigen Zeit und beginnt, wenn ich mich recht erinnere, damit, dass in der ersten Folge James Gandolfini, also Tony Soprano, zu einer Psychotherapeutin geht und sich da erstmal muss er erstmal ein bisschen auftauen, weil er will noch nicht gleich alles sagen und dann versucht er natürlich ihr nicht direkt zu sagen, was er nun eigentlich tut, also er umschreibt das dann immer so, ja, da haben wir da so ein Geschäft gemacht und wir haben dies und das und der wollte dann nicht mitmachen und so und dann erfährst du aber in so Schnitten siehst du dann die tatsächliche Geschichte, was da passiert ist, also was auf seiner Umschreibung tatsächlich passiert ist und das ist schon sehr amüsant teilweise und auch die Leute, die bei ihm mit in der Gang sind, würde ich mal sagen, die kennt man jetzt auch. Also sehr empfehlenswert fand ich das für jemand, der Sopranos schon gesehen hat. Ich weiß nicht, wie war es für dich, wenn du da noch keinen Berührungspunkt hattest? Ja, ist genau der Punkt, wie ich es gerade schon gesagt habe. Ich habe tatsächlich Bock bekommen, diese Serie zu gucken jetzt, weil ich schon. Ja, auf der einen Seite war es so, denkst du dir so, okay, ja, das ist alles ja, ja, plätschert so ein bisschen vor sich hin vielleicht, ist so ein bisschen real einfach dargestellt, also nicht groß übertrieben und so. Und plötzlich macht es so wieder bum, bum, bum und da liegt halt ein halb zerfetzter Kopf da. Und du denkst dir nur so, ja, selbst das kann genauso passieren, wenn es den wirklich trifft, je nachdem, welche Munition es ist. Und das hat mich echt so ein bisschen gecatcht, weil ich wie gesagt, da noch nicht so wirklich groß die Berührungspunkte mit den Sopranos hatte. Ist ja jetzt auch schon eine Weile her, dass die Serie abgedreht war oder abgedreht wurde und hab da immer so gedacht, ja, okay, noch so ein Mafia-Ding. Und ich habe durch den Film echt Bock bekommen, das zu gucken. Also ich werde das auf jeden Fall mir anschauen. Und deswegen
würde ich mal sagen, hat der Film eigentlich alles richtig gemacht. Oh nein, jetzt habe ich was gelesen. Jetzt kommt. Das gibt's doch gar nicht, wenn ich das vorher gewusst hätte. Jetzt kommt. Den Tony Soprano im Film, also in dem, den wir jetzt in der Sneak hatten, spielt Michael Gandolfini, wahrscheinlich der Sohn von James Gandolfini oder so. Das kann ich, finde ich jetzt hier gerade auf die Schnelle nicht raus, aber hat zumindest denselben Namen. Und dadurch, dass der genauso agiert und so, ich habe ja eben gesagt, ne, der war so nah dran, jetzt ist kein Wunder natürlich, ne? Krass. Das ist ja cool. Und ich habe gerade auch noch gelesen, ich hätte mich vielleicht mal ein bisschen vorbereiten sollen, ich habe gerade auch noch gelesen, dass der Film hat ja den Titel The Many Saints of Newark, also die vielen Heiligen von Newark, ist natürlich so, ja. die haben sich ja selber immer die, ja, The Many Saints, also gerade wenn dann so die Mafia-Chefs getagt haben. Aber der Name kommt eigentlich von dem Namen Moltisanti, weil Moltisanti ist italienisch und heißt viele Heilige, also Moltisanti. Wow. Okay. Und zack ist der Filmtitel wieder cool, ne? Ja, deswegen, also das hebt es ja alles nochmal ein bisschen an. Vielleicht noch ein paar Darsteller, also den Dicky Moltisanti, also den Onkel, um den es hauptsächlich geht, wird gespielt von Alessandro Nivola. Dann, wie gesagt, Michael Gandolfini, schon erwähnt. Vera Farmiga spielt die Livia Soprano. Und Ray Liotta hat eine coole Doppel-Nebenrolle, wie ich fand. Also irgendwie, übrigens, Fun Fact, ja. Ray Liotta hätte auch bei den Sopranos mal mitspielen sollen. Also wir hatten ihn auf der Liste, aber haben ihn dann, glaube ich, nicht bekommen. Ich habe noch überlegt, während des Films habe ich gedacht, ey, es kann eigentlich keinen Mafia-Film ohne Ray Liotta geben oder so. Der spielt eigentlich, glaube ich, gefühlt in jedem Mafia-Film mit. Aber wenn du gerade sagst, der hat bei den Sopranos gar nicht mitgespielt. Ja, also zumindest habe ich vorher mal was gelesen, von wegen, dass er nicht dabei war. Aber jetzt ja auf jeden Fall. Ah, sehr schön, ey. Sehr schön, ey. Cool. Also das hebt es ja nochmal ein bisschen an, das Ganze. Und wenn das für diejenigen, die Serie nicht kennen, Lust macht, die zu schauen, gibt es gerade aktuell auf Sky alle Folgen. Auch in, also die ersten Folgen waren ja noch in 4:3 gedreht, aber die hat man wohl nochmal neu abgetastet und auf 16:9. Und sieht echt stylisch aus, gut und so. Die damals, also ich habe, glaube ich, irgendwo noch so einen DVD-Pack von den ersten 2 oder 3 Staffeln. Das war aber noch 4:3, also das typische Fernsehformat damals. Das sieht nicht mehr so schön aus. Aber jetzt auf Sky kann man mal gucken. Die haben auch alles verfügbar. Kannst ja mal einen Blick reinwerfen, Chris. Ja, da habe ich auf jeden Fall vor. Wie gesagt, habe ich auf jeden Fall vor. Dann bin ich mal gespannt, was du dann sagst. Also von mir bekommt der Film, sind es noch meine Punkte vom, ich glaube, ich habe 8 Punkte schon gegeben. Ja, 8 Punkte habe ich in der Gruppe gegeben. Die stehen auch hier zufällig noch drin. Wahrscheinlich habe ich letzte Woche auch bei dem Film 8 Punkte gegeben. Was gibst du? Ich gebe ihm, also ich hatte ihn bei 7,5, aber dadurch, dass es mir jetzt nochmal bewusst geworden ist, dass ich echt Bock habe, die Serie zu gucken, gebe ich ihm auch 8. Hm. Spoilerfrei kann ich sagen, die hat ein geiles Ende. Und ein absolut sehenswertes Ende, was es, glaube ich, so in einer anderen Serie noch nicht gegeben hat. Also es lohnt sich auch, da wirklich dran zu bleiben. Ich glaube aber, die Folgen sind ein bisschen lang auch. Ich glaube, da geht immer jede Folge eine Stunde oder so, wenn ich mich recht erinnere. War natürlich ja, damals, das lief ja sogar mal im ZDF, ne? Das ist eine von den Serien, die sich auch wieder das ZDF hat abluchsen lassen. Also ZDF hatte ja echt gute Serien. Die hatten die Simpsons, die hatten Sopranos, die hatten Alf. Ja gut, Alf. Ja, aber Alf haben sie ja bis zu Ende gezeigt. Ja. Aber die haben bei vielen Serien, ist denen irgendwie der Puste ausgegangen. Die hatten ja auch Star Trek, hat dann Sat.1 gezeigt und so. Simpsons natürlich ProSieben übernommen. Und ja, Sopranos haben sie sich auch irgendwie abluchsen lassen. Die liefen dann, glaube ich, mal auf RTL 2 oder Super RTL oder sowas. Ein Nachtprogramm. Hm. Ah ja, also empfehlenswert der Film und auch wenn ihr damit noch keine Berührungspunkte hattet und ja, erwischt den Film mit der Sneak, The Many Saints of New York, dann ja, geht nicht gleich raus. Wartet mal ab. So, wie schaut denn der Tipp für die morgige Sneak aus? Der Tipp lautet, er ist wohl wieder da. Sind da schon irgendwelche Hinweise eingegangen? Ja, von dir, Erik. Und ich glaube, du hast vielleicht sogar recht. Es ist Halloween Kills. Und das kann halt echt gut passen auf den Tipp. Ja, könnte passen. Da läuft aber, glaube ich, noch irgend so ein Film an, wo irgendjemand... Wieder da ist? Ja, irgend so ein Sequel oder Prequel oder irgend sowas.
Ja, James Bond wurde noch getippt, willst du nicht sagen? Okay. Ja, nee, warum denn? Der ist wieder da. Er ist wohl wieder da. Mhm. Das wäre doch ein Witz, wenn der mal kommt, ey. Das wäre cool. Aber. Ist der eigentlich schon offiziell angelaufen? Nee, ne? Sehen wir nachher gleich, ne? Den Kinostart. Seid gespannt. Ja. Sehen wir nachher gleich. Begeben wir uns mal Bereich Heimkino. Heimkino. So, nachdem ich ja schon längere Zeit den Film Nomadland hier in unserer Liste stehen habe, aber war immer nie so die richtige Zeit oder ja, das richtige Umfeld, um den mal zu besprechen. Denn der Film ist echt wert, das stelle ich gleich mal vorneweg. Hat ja nicht umsonst Oscars gewonnen dieses Jahr und normalerweise schauen wir ja auch oder versuchen ja viele Filme zu schauen, die bei den Oscars irgendwie eine relevante Rolle haben oder in den Hauptkategorien nominiert sind. Und das habe ich zumindest, was mich angeht, dieses Jahr nicht so richtig geschafft. Da war so dieses ganze ja, Corona-Blues-Thema. Man konnte eh nicht ins Kino gehen und hätte es nur irgendwie zu Hause auf einem kleinen Screener am Rechner gucken können. Und irgendwie hatte ich dann nicht so den wahnsinnigen Bock drauf, mir da irgendwelche richtig ja, annehmbar guten Kinofilme da wirklich zu Hause in so einem kleinen Ding zu gucken. Deswegen habe ich jetzt mal Nomadland mir gekauft gehabt und den geschaut. Und das war so ein Film, vor dem hatte ich ja ein bisschen Befürchtungen, weil das, was ich so gesehen und gehört hatte, klang jetzt nicht so nach einem Film, der mich sehr stark interessiert. Es geht in Nomadland darum, dass Frances McDormand in einem kleinen Kaff wohnt in Amerika, wo es eine große Fabrik gibt, irgend so ein Kalkwerk, und diese ganze Siedlung, die da entstanden ist, um dieses Kalkwerk herum. Man hat halt das Kalkwerk irgendwo hingebaut, wo es Kalk gibt. Und da ist eine Siedlung dann entstanden für die Arbeiter. Und als dann die Firma dort diese Fabrik einstellt, dort nicht mehr produziert, alle Leute entlässt, dann ziehen natürlich auch viele Leute dort weg. Und die ganze Siedlung stirbt halt aus und da ist keiner mehr da. Und Frances McDormand hält halt noch so als eine der Letzten mit an ihrem Haus fest, weil ihr Mann, der schon einige Zeit vorher an Krebs verstorben ist, das war halt so ihr Haus und das haben die sich aufgebaut und wollten halt bis zu ihrem Lebensende dort leben. Aber dann irgendwann sagt sie halt dann auch, nee, es geht jetzt nicht mehr. Also da ist wirklich keiner mehr, da ist nichts mehr in diesem Kaff und das ist wirklich sehr weit draußen. Und ja, sie baut sich dann so ein Van aus, wo sie in diesem Van auch leben kann hinten mit kleiner Küchenzeile, mit sonst was allem. Und dadurch, dass in Amerika ja so ist, wenn jetzt der Hauptverdiener in der Familie stirbt, dann geht es halt der Frau meistens auch nicht so gut, finanziell gesehen, gerade wenn noch viel Zeit bis zur Rente übrig ist. Und ja, die Rentenversicherung ist ja auch nicht so das Wahre in den USA. Da ist ja sehr viel über die Pensionskassen von den Firmen. Und wenn natürlich der Hauptverdiener wegfällt und da nicht mehr einzahlt, sieht es natürlich schlecht aus. Und so geht es ihr halt auch. Sie muss Geld verdienen und reist dann mit ihrem Van durchs Land, so als Arbeitsnomadin. Und heuert zum Beispiel als Saisonarbeiterin bei Amazon an. Das sieht man auch richtig, wie sie in dieser Fabrik bei Amazon dann die Pakete packt und alles und lernt dort die Leute kennen. Und zieht dann weiterum zur nächsten Fabrik, wo Saisonarbeiter gesucht werden. Und wir begleiten sie halt auf dieser Reise. Und was jetzt alles ein bisschen sehr dramatisch und düster klingt, ist gar nicht so. Denn sie stellt halt fest, auf dieser Reise, wo sie halt wirklich völlig ortsungebunden ist und Leute trifft, dass das eigentlich ganz angenehm ist. Man sieht sehr viel von der Welt, man spricht viel mit Menschen, man kommt halt raus. Und die Menschen, die sie im Laufe ihrer Reise trifft, sind halt auch alles solche, in Anführungszeichen, Nomaden. Und wie ich dann später erfahren habe, im Gegensatz zu den Many Saints of Newark, habe ich dann direkt danach mich intensiver mit dem Thema beschäftigt, sind die Darsteller im Film auch alles echte Nomaden. Also die erzählen auch ihre echten Geschichten, teilweise vielleicht ein bisschen fürs Drehbuch zurechtgemacht, aber dadurch wirkt das auch extrem authentisch. Und sie geht dann auch, da gibt es dann auch so Siedlungen, wo sich dann mal die ganzen, die so mit Trailern umherreisen und mit ihren Vans, wo die sich dann so treffen, wo die Art so fast hippie-mäßig unterwegs sind und wo die sich dann wieder alles auflösen, jeder fährt wieder in seine Richtung und sie redet dann dort mit Menschen, lernt Leute kennen. Manchmal
kommt sie auch so, wird sie auch eingeladen von Leuten, dass sie mal eine Weile bei denen im Haus schläft, aber sie merkt dann halt relativ schnell, dass das nicht mehr so ihr Ding ist, an einem Ort fest verankert zu sein. Und ja, mir ist auch während des ganzen Films aufgefallen, zwei Sachen. Zum einen die Musik, und ich habe dann danach festgestellt, die ist von Enrico Einaudi gemacht, und wer den kennt, der hat auch hier in Stuttgart zum Beispiel in der Liederhalle mal ein Konzert gegeben. Da war ich meiner Frau auch mal, weil die da totaler Fan ist von seiner Musik, und der hat zum Beispiel für Ziemlich beste Freunde die bekannte Musik gemacht und für einige andere Filme auch, und das ist so eine tolle musikalische Untermalung hier. Und dazu kommen noch, dass der einfach wahnsinnig gut gedreht ist. Und jetzt habe ich doch noch einen dritten Punkt, der ist auch wahnsinnig gut gespielt, von Frances McDormand. Und das ist einfach, ich hätte es vorher nicht gedacht. Ich dachte, das ist so eine schwere Geschichte, so ein Drama. Und habe gedacht, natürlich gewinnt ein Drama und so. Aber nein, es ist gar nicht so ein Drama. Es ist eher, es hat sehr viele positive Ansätze, und es ist wirklich wahnsinnig gut gespielt und gedreht. Da sind manchmal Szenen drin, da kann man hier Pause drücken, und das wirkt dann fast wie ein richtig gutes Foto, was man sich fast ausdrucken und an die Wand hängen könnte. So schön ist das gerade in dem Moment fotografiert, die ganzen Landschaften, wo sie durchkommt und alles. Und ist echt ein wahnsinnig empfehlenswerter Film. Und ich, ja, mittlerweile, also ich sag ja, nachdem ich den Film gesehen habe, habe ich gesagt, okay, also voll und ganz stimme ich dazu, dass der einen Oscar für den besten Film gewonnen hat. Und top gedreht, auch die Chloe Zhao, die den gedreht hat. Wahnsinn, also echt empfehlenswerter Film, Nomadland. Kann man aktuell noch irgendwie kaufen und ausleihen, kostenpflichtig. Wird es dann wahrscheinlich bald aber auch, momentan geht ja alles ziemlich schnell dann auf Sky und so. Vielleicht gibt es den dann bald dort mal zum Gucken. Würde ich euch mal sehr empfehlen, den zu schauen. Jetzt nach deiner Kritik, besonders nach deiner Vorstellung, werde ich ihn auch angucken, weil ich hatte nämlich genau das gleiche Gefühl wie du. Ich fand, der würde so ein bisschen als düsterer und schwerer Film verkauft, der einen so vielleicht auch so ein bisschen psychisch runterzieht. Und wenn du sagst, der ist gar nicht so, dann jetzt habe ich dann schon eher Lust, den zu gucken. Ja, ist eher so ein, sagen wir, so ein bittersüßer Film, so wie Ziemlich beste Freunde vielleicht auch. Mhm. Da sind natürlich dramatische Sachen auch drin. Wir erfahren natürlich auch ein bisschen was von ihrer Vorgeschichte mit ihrem Mann. Das war natürlich auch keine angenehme Geschichte. Und aber sie sieht halt dann auch irgendwie das Schöne in ihrem Nomadendasein und trifft halt dann noch Leute, die das nicht verstehen können, dass sich jemand so fest an einen Ort binden kann. Und aber sie lebt halt so ihr Leben und lässt sich da ja nicht davon beeindrucken und sieht halt dann so viel Schönes auf ihren Reisen durch die USA. Und da ist ja auch, also ist ja alles on location gedreht, ja. Also es sind wirklich wunderschöne Aufnahmen von der USA, von den vielen schönen Plätzen, die es da gibt. Und Wahnsinn. Also Nomadland, absolute Empfehlung von mir. Da ist wirklich nah dran, wirklich an den vollen 10 Punkten. Ich gebe 9,5 von 10. Und wow. Vielleicht, wenn ich den noch ein paar Mal gesehen habe, vielleicht werde ich den dann noch für mich selber noch auf. Dann, ja. Krass. Alright, dann erzähl mal was über The Last Journey, die letzte Reise. Was sind das? Geht es da um Beratungsunternehmen, genau, oder? Nee, tatsächlich ist das was ganz anderes, als man erst denkt. Der deutsche Titel heißt nämlich Die letzte Reise der Menschheit. Und es ist ein französischer Sci-Fi-Film. Ach, unsere Rezensionsdisk, die habe ich ja auch geguckt. Ja, stimmt ja. Ja. Ich war gerade irgendwie Last Journey. Okay. Und ich bin irgendwie verwirrt davon, dass es französische Sci-Fi-Filme gibt. Es geht um, im Endeffekt steht im Fokus des Films ein junger Mann, gespielt von Hugo Becker. Im Film heißt er Paul. Und Paul ist irgendwie auf der Flucht. Das Ganze spielt in einer postapokalyptischen Realität. Also wir haben hier schwebende Autos und irgendwelche gruseligen Grenzkontrollen, fliegende Kameras, die Menschen überwachen. Und das Ganze ist viel Wüste zu sehen. Also die Städte, also zum Beispiel Paris und so, existiert schon gar nicht mehr. Man sieht in den ersten Einstellungen auch den umgefallenen und vor sich hin rostenden Eiffelturm. Also man sieht direkt, okay, wir spielen in der Zukunft und der Erde geht's nicht gut. Tatsächlich ist es nämlich so, dass die Menschheit die Ressourcen der Erde komplett ausgeschöpft hat
und in ihrer unglaublichen Weisheit, woanders sich neue Ressourcen zu holen, haben sie den sogenannten roten Mond entdeckt, der voller Energie ist. Und sie haben dann angefangen, diesen roten Mond ebenfalls zu plündern. Jedoch ist dadurch irgendwas mit diesem roten Mond passiert, denn er hat eine Art Magnetfeld aufgebaut und nähert sich immer mehr der Erde. Also wie eigentlich fast wie so ein lebender Organismus, ja, der sich jetzt dagegen wehrt. Und als Kind hatte Paul eine schlimme Erfahrung, als seine Mutter schwer, schwer krank war. Und er läuft im Sturm raus und wird von einem roten Blitz getroffen. Und seitdem hat er so eine Art Verbindung zu diesem Mond und hört eine Stimme in seinem Kopf, die klingt wie seine Mutter. Und sein Vater gibt ihm halt immer Medikamente dagegen, damit er ein normales Kind ist. Aber am Anfang hat er halt viel gezeichnet und wusste, dass der rote Mond eigentlich nichts Böses ist und man ihn nicht zerstören darf, nur weil er sich jetzt der Erde nähert. Und da er aber scheinbar der Einzige ist, der die Menschheit retten kann vor diesem roten Mond, flüchtet er. Und sein Bruder und sein Vater suchen ihn dann. Und wir sind eben auf dieser Reise mit ihm, auf dieser Flucht quasi, wo er es immer mehr versucht, sich auch wieder an Vergangenes zu erinnern. Er trifft auf eine junge Frau, die auch ihre Geschichte mit sich rumträgt. Und die beiden bilden dann quasi auf ungewöhnliche Weise ein Team. Und er versucht eben rauszufinden, was er tun kann, um sowohl die Erde als auch den roten Mond zu retten. Das ist die Geschichte. Optisch erinnert es, finde ich, ein bisschen an Mad Max und an Blade Runner. So eine Mischung aus allem. Und ich bin echt positiv überrascht gewesen, weil ich damit nicht gerechnet hatte bei einem französischen Film. Weil meistens sehen wir immer nur französische. Ne, ich meine, wir gucken ja meistens immer nur französische Jetzt Komödien. wäre ich hier getriggert. Und also mir hat der ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, Erik, wie fandst du ihn? Ja, ich wusste gar nicht, ich komme irgendwie mit dem Namen, deswegen ich dachte, Last Journey, was ist denn das? Irgendwie kam es mir bekannt vor. Aber stimmt, das war unser. Ich hatte ihn irgendwie als die letzte Ja, Reise der Menschheit irgendwie. der heißt, es ist Ja, der genau. Untertitel. Deswegen, ich habe den natürlich auch gesehen. Ich habe es völlig vergessen jetzt. Von dem Namen her. Ich fand ihn echt gut. Also, aber Gell? es gibt viele französische Science-Fiction-Filme auch. Jetzt muss ich mal ein bisschen Lanze brechen, hier das fünfte Element nur mal zu erwähnen und so, Ja, die damals bahnbrechend waren und okay. so. Und ich fand auch die Effekte wahnsinnig gut gemacht hier in dem Film. Obwohl der ja eigentlich. Ich weiß nicht, wann der produziert ist, ob der hätte einen Kinostart bekommen können und da vielleicht jetzt durch die Corona ein bisschen hin und runtergefallen ist. Aber ich denke mal, der hätte durchaus auch im Kino laufen können, weil der sah echt gut aus und Was ich noch reinschieben will, ist, der Vater von den Jungs wird gespielt von Jean Reno. Wie könnte das auch anders ja, sein? muss man musste beim französischen Film musste Jean Reno, Kat Merat oder Gérard Depardieu nehmen, obwohl der ist jetzt in Ungnade gefallen, aber einen von denen musste ich schon unterbringen. Ja, und das basiert ja, ich glaube, auf einer Graphic Novel oder sowas, wo es ja auch in Frankreich eine riesige Auswahl gibt von Graphic Novels, die es gar nicht irgendwie in den internationalen Bereich schaffen. Und das hat man dem Film auch angemerkt, fand ich. Das sah sehr, ja, wie man sich halt so eine Graphic Novel vorstellt, wenn das so gezeichnet ist, so schön die Bilder, gerade wenn die dann so mit ihrem klapprigen alten Peugeot, der aber fliegen kann, ja, der Ja. keine Räder mehr hat, wenn die dann so vor so einer hier so eine Wüstenkulisse und im Hintergrund siehst du den roten Mond und so. Das sieht Der schon, geil, der war richtig gut gemacht. Also die Grundstory hat mir einfach gefallen. Das ist, ich mag ja so postapokalyptische Sachen und ich weiß nicht, das hat mich irgendwie total in Bann gezogen. Dieser riesige große Mond und auch diese Idee, dass der halt auftaucht und die Menschheit hat natürlich nichts anderes zu tun, als ihn anfangen zu plündern und er sich halt einfach dagegen wehrt. Und das fand ich halt das Spannende daran. Aber wie es natürlich was ich jetzt nachgelesen habe, auch oft bei den französischen Filmen ist, dass das Ende relativ offen ist. Also ich hatte jetzt irgendwie mir noch eine Erklärung gewünscht am Ende. Wieso, weshalb, warum. Aber ich nehme es auch so, wie es ist. ja.
Ja. Aber schön fand ich dann die Auflösung mit diesem Buch. Das hat mir gefallen. Ja. So, ich hab jetzt gerade noch mal geschaut. Also die erste Vorstellung war am 1. September 2020 in Frankreich bei so einem Filmfestival. Und im Oktober wurde noch mal am 19. Mai 2021 kam er in die französischen Kinos. Ja, genau, lief dann halt im Sommer, aber das war ja dann bei uns schon wieder schwierig. Dann, naja, hat diverse Nominierungen bekommen als bester fantastischer Film und so. Ja, coole Sache. Gibt es jetzt auf DVD, also DVD und Blu-ray. Wir haben den ja zur Verfügung gestellt bekommen als Rezensionsdisc und ist durchaus empfehlenswert, ne? Also wir Ja. sind beide bei 8 Punkten. Ich bin natürlich immer ein bisschen biased bei solchen französischen Filmen. Aber wenn er dir auch gefallen ist, ist das super. Ja. Nee, also muss ich auch sagen, hat mir echt gut gefallen. Die ganze Atmosphäre und auch diese wüstenartige Landschaft in Frankreich. Also klar wird, dass es schon noch einzelne Städte gibt, aber diese Rückblenden, zum Beispiel, er steht dann an einer Stelle, wo er als Kind schon stand und als er dann in die Richtung geguckt hat, war da halt Meer. Und jetzt ist da Wüste. Und es gibt auch keine Tiere mehr. Es gibt, glaube ich, nur noch Käfer. Und es wird dann auch vom großen Aussterben gesprochen. Und das ist alles so, das ist so gut umgesetzt. Also wirkliche Sehempfehlung. Also ich glaube, ohne die Rezensionsdist hätte ich den nicht gesehen, den Film. Ab 16 Jahren freigegeben, 87 Minuten, Le Dernier Voyage de Paul, yes, es W, also irgendwie Asche. W, weiß ich nicht, wie Ja. das heißt. W heißt es, genau. W. Ich wusste, genau. Ja, schaut da mal rein. Oh, ich werde es mal mit verlinken, mit einem Link zu Amazon. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Also, wer ihn da kaufen möchte, kann das dann gern tun. Und ich sehe hier noch was auf der Liste. Jetzt weiß ich nicht, wer es vorstellen möchte. Ich nehme an, die Kate, die ja auch jetzt schon Auf jeden Fall die Kate, das ist ihr großartig Spezialgebiet. Hallo, was ist das denn? Formel 1-Podcasterin bei befreundeten Das ist wie wenn wir jetzt Podcasts. hier irgendwie, hier ist der Tarkov-Film. Kate, stell ihn doch mal bitte vor. Also bitte, was ist das denn? Also, Ja, wir ist ja wohl gehen ein klar. bisschen off-topic von unserem normalen Themen. Ich möchte kurz über die Schumacher-Doku sprechen, die es jetzt auf Netflix gibt. Kleine Werbung am Rande. Ich durfte diese Woche bei einem Formel-1-Podcast von motorsporttotal.com und Formel-1.de dabei sein. Der Podcast heißt Starting Grid. Da gibt es regelmäßige Hörerstammtische und ich durfte da diesmal dabei sein, denn wie ihr wisst, bin ich glühende Formel-1-Fanin und ich durfte da mit zwei weiteren Hörern und dem Stammcast von Starting Grid eben sprechen. Und da wurde dann auch ganz kurz das ganz grundsätzliche Thema Schumacher aufgemacht. Es gibt mittlerweile aber eine Sonderepisode von Starting Grid, die kam am Freitag raus, nur über diesen Film. Ich muss ja mal sagen, ich muss mal kurz einhaken, weil ich habe mir die Sendung angehört. Die ist zum einen echt gut lang. produziert. Ja, gut, das ist ja bei solchen Themen, das sieht man auch bei Rund um den Brustring, wenn du da kannst über 90 Minuten spielen, kannst du locker mal 3 Stunden reden. Also das ist, aber ich finde, es ist echt gut produziert. Der Moderator hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie er alles im Kevin Griff. Scheuren, ja. Ja, ich habe mir den Namen jetzt nicht gemerkt, aber Alles gut. der hat die Fäden sehr, sehr gut in der Hand gehabt. Der hat ja auch sehr viele Themen und Einspieler und Gäste und so weiter hin und her jongliert und so. Ich fand das echt gut und auch sehr angenehm, wie er erzählt hat. Und was mich bloß ein bisschen gewundert hat, also ich meine, dass du Formel 1 guckst, das wissen wir ja auch schon seit langer Zeit und so. Aber da war ein Gast dabei, der irgendwie seit einem Jahr oder so mal Ja, reingeguckt hat. Oder, ja. also was ist das für ein Auswahlkriterium in einem Formel 1 Podcast? Da lade ich mir doch Leute ein, die da ein bisschen Nein, nein, du musst unterscheiden, es gibt den Noob. normalen, nein, du musst aber unterscheiden, es gibt den normalen Formel-1-Podcast, der in der Regel von Kevin Scheuren und dem Chefredakteur von motorsporttotal.com, von Christian Nimmervoll moderiert wird. Jetzt seit Freitag bekannt haben sie jetzt auch noch eine Co-Moderatorin mit Sophie Affelt, die auch erst seit 2 Jahren Formel 1 schaut und aber ein Wissen sich aufgebaut hat und das ist richtig tiefgehend und war jetzt auch schon mehrfach an der Strecke und so. Also die hat auch geballtes Formel 1 Wissen und die haben normalerweise ihren Grundpodcast. Dieses Mal war es aber so, dass eben Hörer aus der Community eingeladen wurden. Das war der Stammtisch.
Ja. Das meine ich ja. Und das, da wird halt ja. bunt eingeladen, wer sich auch anmeldet. Okay. Okay. Ja, also du kannst dich dafür anmelden. Ich habe halt Kevin geschrieben, dass ich. Ja, nicht unbedingt. Ich habe auch relativ lange auf die Antwort gewartet. Also ich habe freitags geschrieben, dann war Wochenende und ich glaube Montag hat er sich gemeldet, ob ich Bock hätte, Mittwoch mitzumachen. Und ich bin ja jemand, ich sag, ich kenne mich aus, ich habe eine Meinung, aber ich habe es auch im Podcast gesagt, ich bin kein Datenwunder. Also du kannst mir jetzt nicht ein Jahr nennen und ich kann dir sagen, auf welcher Strecke die WM ausgetragen wurde oder entschieden wurde und wer die gewonnen hat. Da ist mein Hirn ein Sieb. Aber ich habe halt eine Meinung auch zur aktuellen Saison oder zur letzten Saison oder eben jetzt die kommende Saison. Das gucke ich mir ja alles an und das habe ich alles im Blick. Ja? Aber ich habe halt auch eine Meinung und deswegen habe ich mich einfach mal getraut. Ich meine, bei Rund um den Brustring, da laden wir auch immer mal Gäste ein und so. Das sind dann meistens welche, die schon einige Jahre das auch verfolgen, das Thema, weil ansonsten, das hat mich halt nur gewundert, dass da so ein Noob dabei war, aber der hat ja dann auch ganz gut, das ging ja dann mehr oder weniger um die aktuellen Saisons und so weiter. Genau. Und der wusste dann auch. Und die haben aber auch solche Gäste mal in den regulären Folgen, die jetzt zum Beispiel bei Sky moderieren, wie zum Beispiel, wie heißt der denn jetzt? Komme ich auf den Namen nicht? Name-Dropping fehlt mir jetzt. Peter Hardenacke war zu Gast und auch Sascha Roos, die ja bei Sky kommentieren. Also das ist schon, es ist jetzt nicht irgendein mini kleiner Podcast, der ist schon beliebt und wird viel gehört. Auf jeden Fall, da war ich zu Gast und dort haben wir es auch kurz angesprochen und unser Podcast gedroppt. Warte mal kurz, ich will mal hier eine Kapitelmarke setzen. Also hört mal rein in den Starting Grid Podcast, wir werden mal verlinken. Und jetzt machen wir weiter mit der Schumacher-Doku. Genau, und es gibt auf Netflix einen Schumacher-Doku-Film, der einfach das ganze Leben von Michael Schumacher beleuchtet. Wir haben sehr tiefe Einblicke auch in das frühere Familienleben, noch bevor er seinen Skiunfall hatte. Wir sehen seine Höhen und Tiefen in der Motorsportwelt. Aber für mich persönlich war es halt wirklich nur ein Anriss dieser ganzen Legende, denn der 2-Stunden-Film reicht einfach nicht aus, um alles genau zu beleuchten. Es wurden viele Themen weggelassen, wie zum Beispiel seinen Aufstieg innerhalb der Formel 3 und Formel 2. Also wir sind quasi vom Kartsport irgendwann direkt in der Formel 1 gelandet. Es gab diese ganze Schummel-Schumi-Affäre, wurde rausgelassen. Einfach, ich glaube, weil einfach nicht genug Zeit war. Es kamen sehr, sehr viele Stimmen zu Wort, unter anderem natürlich seine Kinder, seine Frau und auch Freunde der Familie und ehemalige Racer. Das war wirklich, wirklich schön gemacht, auch mit ganz, ganz tollen Bildern, private Bilder aus seinem Archiv oder aus dem Archiv der Familie. Und ich weiß nicht, ob es für das breite Publikum der richtige Film oder die richtige Doku ist, aber wer sich grundsätzlich ein bisschen mit Motorsport beschäftigt oder auch mit Formel 1 beschäftigt, kennt natürlich Schumacher. Also ich meine, wer kennt in Deutschland den Namen Michael Schumacher nicht? Also er war einfach der große Motorsportler in Deutschland und es ist, ich weiß nicht, mir geht das Herz auf und man hat natürlich gehofft, dass man innerhalb der Doku ein bisschen auch was erfährt, wie es ihm heute geht, aber da hat seine Frau dann auch relativ schnell gesagt, Michael, also wenn ich zitieren darf, Michael hat früher uns immer beschützt, jetzt beschützen wir Michael und das ist einfach das, was die Familie ausmacht. Michael Schumacher hat sein Privatleben immer privat gelassen und sein Sport gelassen, aber hat es nicht groß vermischt. Und das passiert jetzt halt heute auch. Ne? Also ich kann es auch verstehen. Ich meine, man weiß nicht 100%, wie es ihm geht, aber durch ein Zitat durch ein Interview in diesem Film von seinem Sohn, kann man sich es denken und das ist auch, glaube ich, das meist verbreitete Zitat nach diesem Film, dass Mick Schumacher alles dafür aufgeben würde, was er jetzt erreicht hat, um nochmal mit seinem Vater zu reden. Und das zeigt ja, in welchem Zustand sich Michael Schumacher aktuell befinden muss, dass er einfach gar nicht mehr kommunizieren kann. Und dass man es dann natürlich nicht in diese Doku reinnimmt, kann ich absolut verstehen. Aber es gab einfach einem nochmal dieses warme Gefühl und man hat einfach nochmal diese Highlights von damals
erlebt, auch dann seine Pressekonferenz, in der er in Tränen ausgebrochen ist, nachdem er den Rekord eines seiner größten Gegner gebrochen hat, der ja auch auf der Strecke verstorben ist und so. Ja, das waren nicht, das so Momente, ich da hatte ich so Gänsehaut. Ich habe das damals live gesehen, das haben wir ihm nicht abgekauft, dass das echt war. Was? Ach, ja, doch, war es, glaube ich. Dann empfehle ich dir aber wirklich, die Doku auch zu gucken. Ich habe eh ein ambivalentes Verhältnis zu Michael Schumacher. Das ist ja auch okay, um Gottes Willen. Ich sage ja, das ist vielleicht nichts für die breite Masse, aber für die, die Schumacher mochten und auch seine Karriere verfolgt haben, bis zu einem gewissen Grad oder so. Es ist einfach, ich finde, es ist einfach eine unglaubliche Ehre, die ihm da zuteil wird, dass man da eine Doku gemacht hatte. Ich hätte mir ehrlich gesagt lieber eine Art Miniserie gewünscht, wo man einfach noch mehr Themen anspricht und auch noch mehr auch kritische Themen anspricht, was seine Karriere angeht. Aber alles in allem fand ich den Film schön und ich werde mir sicher auch noch ein zweites Mal angucken oder vielleicht sogar ein drittes Mal. Ich weiß nicht, Chris, was sagst du dazu? Du bist ja jetzt nicht so der Schumi-Mensch. Das ist jetzt mal nicht so der Schumi-Mensch oder so. Ich war einer derjenigen, die zu den Hochzeiten von Schumi und Ferrari und so morgens im Uferpalast standen und haben uns morgens ins Kino gehockt und da die Formel-1-Übertragungen geschaut. Also deswegen, ich habe ganz arg viele von den Szenen, die da gezeigt wurden, die haben einfach bei mir auch Erinnerungen geweckt. Also sei es der tödliche Unfall von Ayrton Senna damals, wo ich dann auch tatsächlich heute noch weiß, dass ich das gesehen habe, da war ich bei meiner Oma. Ja. Da haben wir das war ein Sonntag bei meiner Oma und da haben wir das nebenher laufen gehabt auch und dann hat es da so diese Tiere crashen und alles und dann musste man nicht und bliblablub und alles. Oh, das saß mal im Fernsehen, und, kann ich mich auch erinnern, das war schlimm. Ja, das sind einfach, es gibt immer so Sachen im Leben. Du warst ja dann nochmal 10 Jahre jünger wie ich, ey. Und dann siehst du so ein Crash, Ja klar, aber das sind einfach so manchmal gibt es einfach so Ereignisse oder Situationen, die bleiben einfach in deinem Gehirn hängen. Das ist, ist jetzt ein Vergleich, der absolut hinkt. Ich weiß nur, das ist wie 9/11, ich wollte gerade sagen, 11. September. Ist genauso, ja. Ich denke, ganz arg viele wissen da auch einfach noch, wo sie da waren. Klar. Also, ich zum Beispiel weiß es auch noch, ich war im Auto mit meiner damaligen Freundin. Wir sind aus Stuttgart gerade rausgefahren. Buh. Oh, Entschuldigung, es gab ein Leben vor dir. Ja, aber ihr seid gefahren, das ist ja schon mal gut. Ja. Hab nicht geparkt. Ja, und meine Eltern waren gerade auf dem Rückweg von Jordanien aus dem Urlaub. Das war auch so, das sind alles so Sachen, wo du komplett einfach noch weißt. Und das sind so, was ist da jetzt los? Und blablabla. Und so war das auch. Und einfach ganz viele Szenen, die ich einfach auch im Kopf hatte. Klar kann die Doku nicht alles abdecken, um Gottes Willen. Dafür ist überhaupt nicht auch die Zeit. Es wurde sehr vieles abgedeckt. Es kamen einige Themen zur Sprache, auch unangenehme Sachen durchaus, was auf der Strecke passiert ist. Und also nicht nur, es ist keine Heiligsprechung von Michael Schumacher, sondern es ist wirklich ein möglichst breites Spektrum in dann doch begrenzter Zeit zu zeigen, von einem der größten Rennfahrer, die es jemals gab und wahrscheinlich auch geben wird. Mit seiner ganzen Einstellung, mit seinem ganzen Ding, mit seinem ganzen Leben. Und dass er dann diesen tragischen Unfall hatte, oder wie sie es genannt hatten, er hatte da jetzt, oder hat einfach Pech, einmal im Leben richtig Pech gehabt. Und das ist in der Situation mit dem Skiunfall. Und dass man da das auch nicht in die Öffentlichkeit tritt, ich finde das absolut komplett in Ordnung. Das ist, wenn man überlegt, über wie viel Krankheiten von Promis oder irgendwas ist, wie das ausgeschlachtet wird teilweise von der Presse und wie geht's Schumi wirklich? Und das war ja auch eine ganze Zeit lang, war es ja wirklich so, wie geht's Schumi, was ist da los und blablabla. Und das ist alles, das hat man ausgehalten als Familie und das so abgeschottet. Und dass es ihm nicht besonders gut zu gehen scheint, ist so, es ist tragisch, es ist traurig, aber es ist dann auch die Privatsache der Familie und da sollte das auch dann bleiben, denke ich. Und deswegen, das kommt dann auch in dem ganzen Ding eigentlich relativ schön rüber, finde ich. Ich war ein bisschen schockiert über Corinna Schumacher, die ist echt ein bisschen alt und pummelig geworden. Aber das ist auch okay, um Gottes Willen. Ja. nein, überhaupt kein, ich sage ja, es war nur so, wow, ich habe die anders in Erinnerung, weil ich habe die arg lang nicht gesehen. Aber so ist es halt auch, mein Gott, keiner von uns ist in absoluter Topform. Der Erik war vor 10 Jahren auch noch in anderer Form wie jetzt. Ihr auch, Chris.
Ja, bei mir war es ich nicht, ich war schon immer so rund. Wenn ich rechne, vor 10 nee. Jahren, da bin ich gerade ins Ländle gezogen, da habe ich dieses leckere Essen hier sehr, sehr genossen. Also ich hatte damals ungefähr 10 Kilo mehr drauf wie jetzt. darf ich noch was einhaken? Weil ihr es gerade davon hattet, so Momente, die man niemals wieder vergisst, wie jetzt zum Beispiel diesen Unfall von Ayrton Senna oder 9/11. Mir geht es mit unserer Podcast-Episode so, als Romain Grosjean diesen schlimmen Unfall letztes Jahr hatte, im Podcast leicht ausgerastet bin und gedacht habe, ich sehe hier gerade jemanden sterben. Und das werde ich nie vergessen, nie. Und das zähle ich auch unter diese Punkte. Und, ja, absolut. Was mich halt so unfassbar glücklich macht, ist einfach, abgesehen davon, dass dieser Film überhaupt existiert, jetzt zuzuschauen, wie sein Sohn eine Karriere startet. Und das ist das, was mich so schön, was mich so glücklich macht. Und natürlich sitzt er nicht im Top-Team, Mick Schumacher, aber es macht Spaß, wieder einen Schumacher auf der Piste zu sehen, und man sieht halt, dass er sehr viel von seinem Vater hat, und wenn er nur ein Fünkchen von diesem Talent geerbt hat, dann werden wir hier noch den nächsten großen Schuhmacher erleben. Das ist schön. Erik, kennst du das, wenn die Frau sagt, was mich so unfassbar glücklich macht, und du denkst, jetzt sagt sie bestimmt deinen Namen, und dann sagt sie Mick Schumacher. Super! Ich möchte jedem das Rennen heute ans Herz legen, das wird grandios. Das wird so gut. Kommen wir zurück zu der Doku. Ja. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Sollte man sich anschauen. Ich kann auch gerne noch was zur Doku sagen, wenn ich darf. Ja, du hast sie auch gesehen? Ja, natürlich. Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Weil cool. Ja. Genau, jetzt kann ich auch mal was sagen zu der Doku, nachdem wir uns hier hin und her meandert haben in eine andere Richtung. Entschuldigung. Ja, also ich fand es echt super, dass sie die alten Aufnahmen irgendwie aufpoliert haben, weil wenn du jetzt heutzutage manchmal so alte Aufnahmen siehst, die sehen ein bisschen bär aus. Da haben sie echt viel Restaurationsarbeit gemacht, und es sieht richtig gut aus. Und ja, wie gesagt, ich war nie der große Schumi-Fan, eigentlich gar nicht. Ich war immer eher so für die, entweder für die sympathischen Underdogs oder für die, ja, irgendwie für andere. Also für Häkkinen war ich nie, ich war dann eher für Coulthard oder so. Und den fand ich auch echt cool. Und als er dann auch diesen Unfall hatte und wo er dann gesagt hat, nee, er macht nicht weiter, da habe ich dann auch irgendwie aufgehört zu gucken, weil da war es dann für mich alles irgendwie so Larifari. Da war dann niemand mehr so richtig da, den man greifen konnte. Weil das ist dann wie im Fußball auch. Die sind alle so glatt gebügelt und jeder weiß, was er sagen muss vor der Presse und so. Finde ich ein bisschen schade. Da fehlen so diese, ich meine, die setzen ihr Leben aufs Spiel, ja. Und das verstehe ich nicht, dass da nicht kernigere Typen da sind. Aber die sind auch alle sehr jung mittlerweile und kriegen ihre Presseschulungen und sowas. Ich fand es gut, wie die Doku aufgebaut war. Sie hat halt wirklich Unwichtiges einfach mal weggelassen. Ich fand, gerade gegen Ende hat sie irgendwie nicht so recht ihre Tonalität beibehalten, gerade wo es dann um den Skiunfall geht. Wahrscheinlich haben sie gehofft, dass sie noch ein bisschen mehr bekommen. Vielleicht haben sie gedacht, sie kriegen doch noch ein bisschen eine große Enthüllung, die noch nirgendwo anders zu sehen war, und man merkte ihn, der Doku geht am Anfang so ein bisschen die Luft aus. Der Abschluss ist nicht perfekt, also der Doku. Also eigentlich hätten sie vor dem Skiunfall aufhören können, so, was weiß ich, Michael Schumacher, der Rennfahrer, Ende. Ja, und dann vielleicht nur an der Texttafel erwähnen, dass es den Unfall gab, aber das, was dann noch kommt, fand ich so ein bisschen ausgefranst. Da am Anfang hat man immer gemerkt, sie wussten, was sie erzählen wollen, sie haben die Bilder dazu gehabt, und am Ende war es dann so, war ein bisschen Luft raus. Ja, aber muss ich dir jetzt aber echt mal ganz, ganz krass widersprechen, weil finde ich nämlich absolut nicht, weil ich finde, es hat so in das Gesamtbild einfach gut mit reingepasst, mit nach der Karriere, ich möchte irgendwie immer noch Action haben, auch dann die Aussagen mit, ja, Schnee hier ist jetzt nicht so geil, lass mal wieder springen gehen. Immer dieser Adrenalinkick, den er einfach gebraucht hat, den er einfach gesucht hat auch. Nee, das Deswegen. Springen war ja okay, dass er zeigen, wie es nach der Karriere ist. Aber das, was nach dem Skiunfall kam, das auch wie es noch dargestellt war, das fand ich irgendwie, war aus dem Rhythmus gegenüber der restlichen Doku. Ja, aber ich finde das gar nicht schlimm, weil ja das ganze Familienleben in dem Moment dann auch aus dem Rhythmus war. Ja. Du hast die ganze Zeit Presse gehabt, du konntest ihn verfolgen, du hattest ständig irgendeinen Pressevertreter, der an seinem Arsch geklebt hat, Fotos gemacht hat, die Kamera drauf gehalten hat, und dann gab es diesen Unfall, und dann gab es halt einfach
nichts mehr, keine Infos. Du konntest jetzt, die Dokumacher konnten sich ja jetzt nur noch an den Interviews der Familie festhalten. Und dieses Außentrittkommen, wie du es genannt hast, ist ja exakt das, was dem, mit denen in ihrem Leben passiert ist. Und deswegen fand ich es gut. Ja. Ja. Ansonsten fand ich auch, es waren natürlich nicht alle üblen Dinge, die Schumacher in seiner Karriere gemacht hat, enthalten. War natürlich das, wo er Damon Hill abgeschossen hat und dadurch Weltmeister geworden ist, diese Sauerei damals. Dann gab es ja noch ein paar andere Sachen, wie dieses Zitat, let Michael pass for the championship und solche Geschichten. Also das war ja immer ein ziemlicher, naja, also wie gesagt, ich konnte ja nie mit viel mit dem anfangen. Was ich aber an sich gut fand, war, dass er natürlich viele motiviert hat, Formel 1 zu schauen. Damals hat ja RTL das auch noch übertragen. Jetzt übertragen sie ja nur noch so 2-3 Rennen oder so im Jahr. 4. Was sie halt von Sky kriegen. Ja, dann 4. Genau, fand ich halt gut, dass sich da auch mehr Leute dafür interessiert haben. Und dass viele halt dann auch ja was hatten, wo sie mitfiebern konnten. Das fand ich halt eigentlich ganz gut. Auch wenn es jetzt nicht derjenige war, dem ich die Daumen gedrückt habe, sondern ja, aber so eine Rivalität ist im Sport halt immer gut, wenn sich da 2, 3, 4 Leute finden oder so, die quasi immer auf einem sehr, sehr hohen Niveau sportliche Wettkämpfe liefern und wenn das immer so ein bisschen hin und her geht, wenn es unklar ist, also teilweise nicht so langweilig wie in der Bundesliga, sondern wenn es wirklich, wenn da viel Bewegung drin ist und so, das finde ich eigentlich immer ganz gut, egal. Du meinst so wie in dieser Saison zwischen Hamilton und Verstappen? Ja, genau, obwohl, wenn da noch ein paar mehr Leute mit eingreifen könnten, das wäre schon nicht schlecht, ne? Oh, glaub mir, das passiert. Aber Hamilton, Verstappen, es wäre natürlich schöner, wenn da ein Deutscher mit dabei wäre. Das ist dann halt immer für den, in Anführungszeichen, normalen Fan ist das natürlich schöner, wenn da irgendwie ein Deutscher mit dabei ist. Und Vettel ist halt irgendwie ein bisschen unter ferner Liefen gerade. Und ja, und hier Nick Heidfeld hat ja nach einem Gewinn dann aufgehört und so. Was ja an sich vielleicht ganz cool war, weil, ja, der hat halt auf dem Höhepunkt seiner Karriere einfach mal gesagt, ja, okay, das war's. da kann halt nicht sowas kommen, dass man sagt, okay, jetzt ist er abgestürzt, er hätte mal lieber früher aufhören sollen. Ne? Ja. Aber, ja, guckt auf jeden Fall die Doku auf Netflix. Ich habe so ein bisschen, irgendwie macht Netflix sehr viel in Richtung Formel 1, ne? Hier die Drive to Survive. Ja, Drive to Survive ist ja richtig groß dabei, was ich auch gut finde, weil dadurch sind so viele neue Leute zum Formel 1 gucken gekommen. Oder generell diese Social-Media-Präsenz der Fahrer, das macht so viel aus. Und Drive to Survive ist teilweise schon ein bisschen verändert. Also die Boxensprüche sind manchmal nicht ganz korrekt zu den Bildern, die du hast. Es ist schon ein bisschen auf Dramatik auch gebürstet. Natürlich, es muss ja spannend bleiben, aber es gibt halt extrem gute Einblicke. Und das, Drive to Survive, also wer die Schumacher-Doku ganz, ganz gut findet, soll auch mal in Drive to Survive reingucken, wenn er es noch nicht gemacht hat. Ja. Wo ich mich ein bisschen wundere, also ich meine, Amazon Prime, die haben sich ja auch Live-Übertragung gekrallt, zum Beispiel, hier war ja irgendwie ein Fußballspiel und so und diverse andere Sachen. Netflix, die machen ja momentan immer noch ihre Konservenware, also quasi diese hochladen und die du runterladen kannst, aber kein Live. Also jetzt, die haben schon sehr, sehr viel in Richtung Formel 1 und Rennsport mittlerweile. Die haben auch im Amerikanischen haben sie auch so NASCAR-Dokus und so. Würde mich nicht wundern, wenn die das für sich vielleicht entdecken und sagen, ah, vielleicht probieren wir mal einen Livestream oder so, mal so einen zweiten, dass das ein bisschen aufgestrippt wird oder so. Wäre ich würde mitmachen. Ich würde es mir angucken. Ja. Genau. Mal gucken. Also von mir, also die Doku als solches kriegt bei mir auch 7 Punkte. Fand ich echt gut gemacht. Ja, ich gebe ihr 8 Punkte. Ich liege zwischen euch 7,5. High Rate. Gut, also angucken und wer jetzt vielleicht lange kein Formel 1 mehr geschaut hat und Sky hat, auf jeden Fall mal in diesen Sky F1-Kanal reinschauen, den ich großartig finde, weil da kriegen sie auch alte Sendungen und Wiederholungen nochmal und fangen halt wirklich frühzeitig an und ist auch, ich bin auch so ein bisschen so Technik-Freak und Nerd und so. Ich finde es halt schön, wie sie jetzt mittlerweile das richtig gut hinkriegen, da so die G-Kräfte einzublenden und welchen Gang die sind und so. Da lebe ich auf, ne? Wenn die dann so quasi im Live-Kanal schon zeigen,
wie gerade technisch das Auto funktioniert und so, das finde ich richtig cool. Und man muss dazu sagen, sie zeigen ja nicht nur Formel 1, nur weil das dann Sport F1 heißt, sie zeigen auch Formel 2, Formel 3, die W-Series und auch diesen Porsche Supercup und ja, dann eben entsprechende Dokumentationen auch zur W-Series oder zur Formel 2. Das einzige Manko ist das On-Demand-Programm, das müssen sie dringend ausbauen. Du kannst nicht alte Rennen abrufen. Also das, du musst halt das nehmen, was dann gerade im Programm läuft, wenn ein altes Rennen läuft, aber dir ein spezielles abrufen, das geht noch nicht. Da müssen sie noch dran arbeiten. Und mit Chris, dem Code K20 erhalte ich ja 20% auf das gesamte Angebot. Leider nicht, leider nicht. Aber Formel E zeigen sie auch. Das war ja, ja, Formel E zeigen sie auch. Das, ich muss ja sagen, das war für mich, auch wenn es blöd klingt, das war für mich der Grund, wieder Autorennen anzugucken. Weil ich habe ja, wie gesagt, als damals Kultart aufgehört hat, hatte ich irgendwie kein Interesse mehr. Und gibt's nicht. Ich habe hier nebenbei Berlin-Marathon laufen. 2 Stunden 20 hat gerade die beste Frau, ist gerade ins Ziel. Krass, ey, 2 Stunden 20. Ja, genau, habe ich halt Formel E, weil mich das so rein technisch interessiert hat sehr. Und habe ich das geguckt. Und die fahren ja, bei der Formel E fahren sie ja nicht irgendwelche Kurse, die irgendwo im Freien irgendwie weit draußen liegen, sondern die fahren ja dann wirklich teilweise Stadtkurse und so. Das finde ich echt spannend. Mhm. Und das hat Spaß gemacht zu gucken. Also ich weiß, die haben... Aber so die sollen nicht durchs Neckarstadion fahren. So. Nee, die haben nicht so die Zuschauerzahlen, das weiß ich auch. Ich finde es technisch sehr, sehr spannend. Und vor allem, dort sind sehr viele von den alten Haudegen dabei wieder, weißt du? Die da, die früher mal Formel 1 gefahren sind und die fahren jetzt Formel E. Finde ich sehr cool. Okay, ja, dann erwähne ich nur ganz kurz den neuen Schläferz-Film, den ich geschaut habe. Und wenn man das über den Schläferz-Film überhaupt sagen kann, der war nicht gut. Aber ich meine, der war in Schläferz-Termini, fand ich den nicht gut. Das war halt, Chris, du hast bestimmt früher auch so Jean-Claude Van Damme-Filme oder sowas geschaut aus der Videothek, oder? Ja, einer meiner Lieblingssprüche ist auch von Prince of Bel-Air, Jean-Claude Van Damme sehe ich gut aus. Ja, nee, aber bei Jean-Claude Van Damme war es ja immer so ruckzuck ist die Fresse dick und dann gab es immer so lose aneinanderhängende Szenen von, wo es dann einfach nur drum ging, da wird sich mit jemand gekloppt, dann ist er irgendwo hingekommen und du sagst schon, ah, okay, mit denen kloppt er sich gleich. So ungefähr war es bei Kill Squad, das Söldnerkommando, allerdings das Ganze auf einem B-Movie-Niveau mit völlig unbekannten Darstellern. Und der war echt, also der war noch nicht mal lustig gut. Also da hat es wirklich nur die Kommentare von Rütten und Kalkofe rausgerissen. Und da werde ich auch nicht weiter viel drüber erzählen. Ich hoffe sehr auf den nächsten Film, Flucht in die fünfte Galaxis oder so, der da am 1. Oktober kommt. Den habe ich irgendwann schon mal gesehen und fand den echt gut. Muss ich gucken, ist so cool, ey. Die Kommentare immer auf Twitter, was da rumgeht. Und jetzt gucken wir mal, was Neues im Kino kommt. Vielleicht gibt's da was Cooles. Kinocharts und Neustarts. Auf Platz Nummer 5, der Beckenrand-Sheriff hier in Stuttgart. Auf Platz 4, die Schachnovelle hier in Stuttgart. Und Platz 3, Tupap, den ich ja mittlerweile schon verschiedenen Leuten wärmstens empfohlen habe. Ich finde das Poster immer noch scheiße von dem Film. Also nach dem Film, ich weiß nicht, sieht aus, als wäre da gerade irgendwie ein Riot oder sowas und irgendwie, ja, ich weiß nicht. Also das Poster, rein marketingtechnisch funktioniert das nicht. Auf Platz 2, den Film, den ich leider immer noch nicht gesehen habe, aber unbedingt sehen möchte, wann kommt denn der auf Disney Plus? Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. War das nicht November oder so? Ja, ich glaube, ich check das mal. Also jetzt kommt doch erstmal Free Guy, ne? Ja, ja, der kommt jetzt ein paar Tage auf Sky, aber, ne? Ja. Auf Sky, ja. Der hat übrigens Shang-Chi Gross in USA 176 Millionen bereits eingespielt und am vergangenen Wochenende nochmal 20 Millionen halt. Also die sind da aber schon drin. Cool. Platz 1 in Stuttgart ist Dune, der Wüstenplanet. Und bitte beachten Sie, dass ein Zuschlag von 1 Euro fällig wird. Weil er 156 Minuten geht. Oh, das ist jetzt Fleisch mitbringen. Ui. Und Popcorn holen, damit er nicht Hunger kriegt. Das Popcorn und trinken, ne? Ganz wichtig. So, was läuft denn neu an? Ich habe hier den Tab gerade nicht offen. Fängst du mal an? Ah, 12. November kommt Shang-Chi auf Disney Plus. Jetzt habe ich den Tab offen. Ihr, keine Zeit zu sterben. Endlich, der neue Bond. Gucken, no time to die. Mal gucken, ob er es tatsächlich schafft. Mit Anna de Armas.
Naomi Harris, Rami Malek. Und der Nick Craig. Natürlich. Wer? Dann läuft noch an, die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee. Oh, schöner. Zweites Kinoabenteuer der Nachwuchsdetektive. Dieses Mal müssen sie einer verschwundenen Meeresforscherin auf die Spur kommen. Es klingt so ein bisschen wie, wie hieß das, Deep Water? Nee, Underwater? Nein. Open Water? Also die Pfefferkörner, ich bitte dich. Ich kenne noch die Original-Pfefferkörner. Ja. Mittlerweile ist es ja, glaube ich, die dritte neue Auflage oder so. Finde ich auch gut. Von läuft der aber immer noch. Ich kenne die Pfefferkörner auch. Die sind bei uns in der Pfeffermühle. Und ja, der erste Film, der lief ja richtig gut im Kino. Ich drücke mal die Daumen, dass der auch. Ich finde es gut, wenn deutsche Produktionen hier, gerade Kinderfilme und so. Jetzt beim nächsten bin ich mir nicht sicher. Es gab doch mal einen Krabat-Film. Entweder ist das ein neuer oder es ist noch. Das ist die Wiederaufführung, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Also eine Wiederaufführung, oder? Ich glaube, ich sehe nochmal einen Krabbert-Film so schnell. Mit Marco Kreuzpeiner mit David Cross und Daniel Brühl, die haben doch in dem anderen Krabbert nicht mitgespielt, oder? Und dann ist wahrscheinlich auch eine Neuauflage. Warte mal, lass mal hier gucken. Krabbert. Ah, Wiederaufführungstermin, ja doch. Doch Wiederaufführung. Ja, Wiederaufführung. Also anscheinend scheint es nicht genügend Filme zu geben, dass man jetzt die alten Sachen nochmal aus dem Regal holt oder die sind billiger. Aber da kommen auch noch coole Sachen. Zum Beispiel Bis an die Grenze. Star besetzt die Verfilmung des französischen Romans Police von Hugo Boris, der drei Polizisten an ihre moralischen Grenzen treibt. Der sieht aber echt gut aus. Also das sieht aus, hier, wer ist da dabei? Omar Sy, Grégory Gadebois und Virginie Efira. Das, was Chris sagt. Mhm. Es läuft auch noch an. Feuerwehrmann Sam, Helden fallen nicht vom Himmel. Das ist tatsächlich. Du hast Nö übersprungen. Hä? Du hast Nö übersprungen. Jetzt bin ich echt traurig, weil ich wollte Feuerwehrmann Sam machen. Ach so, steht direkt unter James Bond, weil du bist schon ein Zweiter gesprungen hier. Okay, wir haben verschiedene Listen. Okay. Also, Feuerwehrmann Sam, Helden fallen nicht vom Himmel. Läuft offensichtlich. Mal sehen, ob es in Stuttgart anläuft. So. Was? Nö. Nö. Nö, jetzt explodiert der Hund, weil draußen bellt. Nö, moderne Komödie aus Deutschland über ein Paar, das an der Utopie scheitert, eine perfekte Beziehung führen zu wollen. Von Dietrich Brüggemann mit Anna Brüggemann, Hans Zischler, Petra Schmidt-Schaller und weiteren. Mhm. Ja. Das ist eine Dokumentation hier. Ob der natürlich in der Sneak läuft als deutscher Film? Ich sag mal, nö. Die fabelhafte Reise von Maradona, der Marona. Genau. Nee, der Rest sind nur noch irgendwelche Animationsfilm, Dokus. Ja. Ich glaube, das andere ist dann doch. Ja, aber warum muss man da Wiederaufführung machen? Es läuft so viel an. Ah, egal. Okay, was ist denn so in den USA in Kinocharts enthalten? Free Guy Platz 2, Cry Macho. Platz 3, was ist denn Cry Macho? Oder heißt das Macho? Oh, mit neuer Film mit Clint Eastwood. Von und mit Clint Eastwood. Das könnte ja auch passen hier, er ist wieder da, Clint Eastwood. Ja. Er ist wohl wieder da. Cry Macho. Und Malin Young von James Wan, der Saw und Final Destination gemacht hat. Ich kenne normale Dieven. Okay, dann warte mal, ich hatte vorhin noch den Tab offen mit dem Blu-ray-Neustarts, da ist nämlich einiges dabei, auf was ich hinweisen wollte. Quiet Place 2 gibt es nämlich ab 30.09. Und dann war es noch hier unten Chaos Walking, über den hatten wir gesprochen, den gibt es bald auf Blu-ray. Dann Last Journey, die letzte Reise der Menschheit, den hat euch Kate vorhin vorgestellt. 1.9. startet der auf Blu-ray. Und ja, das war's für diese Woche. Und dann gibt es mal ein paar News hier. News, wo ist der Bamba? Hier. News. Ich gehe nicht davon aus, dass von euch jemand die Nintendo Direct geschaut hat, die aktuelle. Nein. Kann man auf YouTube nachschauen. Chris, für dich noch ein Hinweis, weil ich weiß, du hast da eine gewisse Affinität. Es gibt dann bei Nintendo Online demnächst ein kleines Zusatzpaket, was man buchen kann. Und dann hat man alle möglichen Mega Drive-Spiele damit dabei. Könnte vielleicht für dich interessant sein. Dann kannst du auf der Switch quasi Mega Drive und N64 gibt es auch, aber für dich wird wahrscheinlich Mega Drive sehr interessant sein. Da waren coole Spiele zur Auswahl. N64 fand ich auch eins.
Und ja. N64 gibt es cooles okay. Super Mario-Zeug. Aber der ist ja, genau. Cool, cool, nee, cool, wusste cool, ich nicht, cool, aber cool, cool, ich wusste, Mega Drive ist für dich cool, interessant. Cool, cool. Und sie haben auch noch vorgestellt in einem Announcement, da war der Miyamoto da, der sich ja für die Mario-Reihe verantwortlich zeichnet. Der hat eine kleine Enthüllung gemacht, nämlich es gibt ja einen Super Mario Kinofilm, ist ja geplant, von den Machern von den Minions-Filmen, was schon mal eine gute Kombi ist, also dann so einen Animationsfilm zu machen. Weil es gibt doch schon einen sehr guten Super Mario-Film. aus der Rubrik Schläferz. ich habe den damals sogar im Kino gesehen, ne? Kannst du Kim erzählen. Ne? Oh Gott, ich habe gedacht, was ein Scheiß, ey. Und na gut. Der hat einen gewissen nostalgischen Charme, wenn ich dran denke, aber mehr auch nicht. Aber jetzt passt mal auf. Mario wird gesprochen im Original von Chris Pratt. Dann Prinzessin Peach wird gesprochen von Anna, also sollte ich vielleicht erläutern, weiß jeder, ne? Guardian of the Galaxy, der Star-Lord und so weiter, ne? Ja, ja. Chris ja, ja. Pratt und so. Bei hier Dings hier, Parks and Recreation und so. Man kennt Chris Pratt, oder? Wenn man Kino Cast ja, kennt man. Schon. Anna ja, Taylor-Joy ja. spricht Prinzessin Peach, die wir zuletzt gesehen haben in Queen's Gambit hier, die da gewonnen hat. Dann jetzt Luigi, das war mein Highlight. Luigi wird gesprochen von Charlie Day, bekannt als Charlie aus It's Always Sunny in Philadelphia oder hier der Typ bei Pacific Rim, der verrückte Wissenschaftler und so weiter. Er hat ja mittlerweile diverse. Donkey Kong wird gesprochen von Seth Rogen. Bowser wird gesprochen von Jack Black. Das wird gut. Toad wird gesprochen von Keegan-Michael Key. Okay, das ist jetzt nicht ganz so. Dann haben wir noch Spike wird gesprochen von Sebastian Maniscalco. Warte mal, da war doch noch. Nee, das war es soweit, was sie enthüllt hatten in der Nintendo Direct. Und ich habe schon ein bisschen gefeiert, weil ich dachte, okay, also das klingt cool. Also wenn das von der Art her, es hat auch noch irgendwie... hier unser Free Guy gefehlt, so mit einer Sprechrolle, dann wären irgendwie alle coolen, ja, dann wären irgendwie alle coolen Leute beisammen gewesen, aber ich glaube, der ist mit Sprechrollen ist ja schon in anderen Animationsfilmen ein bisschen verhaftet und man wollte wahrscheinlich nicht, dass die Stimme dann auf einem anderen Charakter abfärbt und so. Aber ich finde die Auswahl echt gut. Also Chris Pratt, Anna Taylor-Joy, Charlie Day, Seth Rogen, Jack Black. Also soll dann, sie haben auch einen Veröffentlichungstermin announced. Natürlich inshallah, also sofern Corona will uns lässt und so. Ne? Also 21. Dezember 2022 ist der Kinostart. Okay. Finde ich spannend. Also gerade auch so vor der Weihnachtszeit. Ich glaube, da ist bei mir mein Kinoticket schon sicher. Also da gehe ich rein. Gehe in die Innenstadtkinos in eine der ersten Vorführungen, nehme ich meinen Kleinen mit. Der war auch, wir haben die Nintendo Direct zusammengeguckt und so. Und ja, super. Okay. Dann kann ich jetzt mal einen Schluck trinken. Und inzwischen erzählt uns mal die Kate was über eine Serie, die ich auch noch schauen will. Serien. Ich habe mir eine neue Serie geklickt auf Netflix. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich bin bei Folge 5 von 9. Und zwar heißt die Squid Game. Und das ist eine koreanische Serie, was mich ja grundsätzlich erstmal schon mal interessiert. Aber als ich dann gehört habe, um was es geht, musste ich echt schon grinsen und habe gedacht, okay, das muss ich sehen. Denn es geht um... im weitesten Sinne um Kinderspiele, denn in Südkorea, in dem Fall in Seoul, werden ganz viele, ich glaube über 500 Menschen zu einem Spiel geladen. Also man muss dazu sagen, die haben alle Geldschulden. Die haben Geldschulden in Milliardenhöhe, Won halt, ne? Und kratzen auf dem letzten Loch und wissen gar nicht, wie sie das ganze Geld noch aufbringen sollen, aber verschulden sich auch immer mehr, weil teilweise spielsüchtig oder drogensüchtig oder was weiß ich. Und die kriegen alle quasi so eine letzte Chance von ihren Gläubigern und zu sagen, okay, du verschuldest dich jetzt mit deinem Körper bei uns. Und alle die werden... kriegen so eine Karte und werden dann eines Nachts mehr oder weniger entführt und wachen alle auf in großen Stockbetten in einer riesigen Halle und alle haben
das gleiche Outfit an mit unterschiedlichen Zahlen drauf. Und die Zahlen gehen von eben 001 bis 556 oder sowas. So. Und die und es geht eben darum, dass sie dort aufwachen, nicht genau wissen, was jetzt passiert, bis dann eben jemand kommt und die Spielregeln erklärt. Und die ganzen Aufpasser und die Hosts und so, die haben alle so einen roten Anzug an und eine Maske. Und auf den Masken ist immer ein Zeichen drauf. Also entweder Kreuz, X, Kreuz, Viereck oder Kreis. Quasi wie so halt ja. PlayStation. Genau. Und denen wird er dann erklärt, also ihr müsst Spiele spielen und der Gewinner, der zum Schluss alle Spiele gewinnt, bekommt ein Geldpaket und alles so, ja, ihr habt uns entführt, das könnt ihr doch nicht machen und bla, bis dann rauskommt, um was für eine Geldsumme es geht und plötzlich sind sie alle ganz scharf drauf, damit zu machen. Alle tun sich drauf einigen, da mitzuspielen und bis dann das erste Spiel losgeht. Und das erste Spiel ist Kuckuck. Ich kenne es als Kuckuck. Das heißt, einer steht am Baum, singt oder erzählt was und die anderen müssen sich quasi so anschleichen. Und jedes Mal, wenn die Person am Baum sich umdreht, müssen alle stehen bleiben, ganz still stehen. So, kennt ihr das Spiel, das Kinderspiel? Ja? Nee, glaube ich, jeder nicht. Auf dem Schulhof gespielt. Du kennst nicht Kuckuck? Nee, kenn ich nicht, nee. Also das Ziel ist quasi... Aber ich habe es verstanden, das Spiel brauchst du nicht erklären. Du musst halt an die Wand kommen, ohne dass ich sehe, dass du dich bewegst quasi so. Ne? Und in dieser Version ist es allerdings so, es wird immer gesagt, man kann halt auch disqualifiziert werden. Disqualifiziert werden heißt aber so viel wie, du scheidest für immer aus. Für immer, immer, immer. Aus dem ganzen Leben. Ja? Das ist denen aber nicht klar, bis das Spiel beginnt. Ja, und es ist halt, da ist eine riesige Roboterfrau, das sieht man auch auf dem Cover von der Serie. Und die singt quasi und jedes Mal, wenn sie den Kopf dreht, müssen alle stehen bleiben, wie Statuen. Und sie hat aber so Bewegungssensoren in den Augen und wenn sie halt registriert, dass du dich bewegst, wirst du erschossen. Und das löst natürlich eine Mordspanik aus und alles. Und das ist nicht so nice, weil dann natürlich alle verstehen, um was es wirklich geht. Und keiner will natürlich draufgehen. Aber irgendwo ist ja auch noch dieser Batzen Geld da. Und es ist alles so ein Anreiz, dass sie doch noch weitermachen. Und die sind auch alle irgendwie ein bisschen krank im Kopf. Und wie es dann weitergeht und ob die dann auch alle weiter spielen oder nicht, das erzähle ich jetzt natürlich nicht. Dafür muss man die Serie angucken. Aber es hat so viel Charme. Also es ist halt dieses typische Koreanische, auch dieses übermäßige, weinerliche manchmal, was die koreanischen Schauspieler an den Tag legen. Das ist auch mitvertreten, nicht so extrem, dass es nervt oder so. Aber es ist halt schon ein bisschen chaotisch und ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Man muss es angucken. Das ist halt der typische koreanische Charme von solchen Filmen und Serien. Und die Grundthematik ist einfach unfassbar. Und dass natürlich im Hintergrund auch noch mehr läuft, als nur diese Spiele spielen und wer da dahinter steckt und so, das versucht man halt auch alles aufzudecken. Und wir haben da eine bunte Mischung von Schauspielern, dessen Namen ich alle nicht kannte und auch alle nicht ausspreche, weil sie mit Sicherheit falsch sind. Es ist unfassbar abstrus, aber man bleibt dran, weil man halt einfach wissen will, was geht ab. Und dass solche Serien immer häufiger auch im Deutschen verfügbar sind, finde ich richtig, richtig gut. Ja, Squid Game. Ich habe die auch schon bei mir auf die Liste gesetzt und ich glaube, wir sind auch irgendwann bei Fortsetzung folgt, werden wir da auch intensiver drüber sprechen. Finde ich sehr spannend, auch was du jetzt gesagt hast, macht mir noch mehr Lust. Ja, also es ist wirklich cool, muss ich jetzt sagen. Okay, cool. Ich habe noch einen kleinen Einschub, ich habe gerade nebenbei hat es bei mir gerade was reingespült, es ist offensichtlich ein zweiter Teil geplant von Tyler Rake Extraction. Mit Chris Hemsworth, hier diesen Film, den wir auch mal besprochen hatten. Okay, na dann, sind wir ja schon in der Rätselecke angekommen hier. Hey, hey. Rätselecke. Mal sehen, was uns der Chris vorbereitet hat. Ich habe bitte das Intro von Gurz oder Glump. Selbstverständlich, hier. Gurz oder Glump. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gurz oder Klump.
Unsere heutigen Kandidaten sind mal wieder die Kate. Hallo Kate. Danke, danke, danke. Hallo, hallo. Danke. Ganz nett von euch. Danke. Und da drüben natürlich der Erik. Hallo Erik. Hallo. Okay. Es geht wie immer darum, drei Fragen im Minimum richtig zu beantworten. Wer nach einer Best-of-Three-Runde also am meisten Punkte hat, hat gewonnen. Sollte Gleichstand herrschen, gibt es eine Schätzfrage. Frage an die beiden Kandidaten und an die Kandidatin und an den Kandidat. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Okay, wer möchte denn die erste Frage beantworten? Wer möchte denn vorlegen? Ja, gib mal, ja. Komm. Okay, Erik legt heute vor. Letztes Mal, glaube ich, die Kate angefangen. Alles gut. Ja, ja, deswegen. Ja. Ich erinnere mich auch noch. Es ist gar nicht so lange her, dass ich Quizfragen stellen durfte. Deswegen. Frage dass Nummer Chris-Fragen stellen durfte. Chris-Fragen stellen durfte, ja. Oh, der hätte von mir sein können, ja. Okay. Darsteller der Serie Die Sopranos wurden während der Dreharbeiten von der echten Mafia kontaktiert. Könnte ich mir vorstellen, ja. Weil die sehr nah dran waren. Also sagst du ja? Ja, weil die sehr nah dran waren. Achso, ich sollte ihn vielleicht nicht begründen. Ich sag nein. Ich sag nein. Dann geht dieser Punkt an Erik. James Gandolfini, also Tony Soprano, wurde tatsächlich von Mafia-Mitgliedern kontaktiert, die ihm Tipps gegeben haben und ihn für sein großartiges Schauspiel gelobt haben. Oh. Dass er sehr, wirklich sehr nah dran sei an dem, wie es abläuft. Aber auch was du nicht willst, oder dass die Mafia sich bei dir meldet. Ja. Ach du, wenn es positiv ist. Du, also, ich will jetzt nicht so sehr aus dem Nähkästchen, aber manchmal weißt du das gar nicht, wer zu was gehört. Meinst du, gibt dir irgendjemand Ratschläge und dann stellst du fest, oh, das kam vielleicht aus einer falschen Ecke. Ja, ja. Sehr spannend finde ich jetzt, weil Kate jetzt gleich die erste Antwort geben muss und ich könnte mir vorstellen, dass Erik hier der Experte ist. Und zwar Aussage Nummer 2. Michael Schumacher hat sein Leinwanddebüt im Realfilm Asterix bei den Olympischen Spielen als Michael Schumix gefeiert. Nein. Ja, selbstverständlich, bei den großen Wagenrennen. Ja, Erik, damit steht es schon 2-0. Damit ist es eigentlich schon durch. Ja, komm, Erik hat es auf jeden Fall gewonnen. Du hast mir mit deinen zwei Fragen ja schon quasi das Bett gemacht. Gell? Also das war ja ganz sicheres Terrain. Das wäre ja so, wenn ich dir eine Frage über Zurück in die Zukunft stelle und vielleicht noch über Rick und Morty oder so. Wollt ihr Frage 3 auch noch, Aussage 3 auch noch hören? Ja. Aussage 3 ist, eine Miniserie von Zurück in die Zukunft ist geplant und soll die Vorgeschichte von Doc Brown, Biff und Marty als Kind zeigen. Gibt es die nicht schon als YouTube-Serie? Als YouTube-Clips? Oder irgendwo hatte ich da irgendwas gesehen? Vimeo oder so? Gibt es die nicht schon? Ich rede von einer Miniserie auf Netflix. Ach, Netflix-Miniserie? Oh, hoffe nicht. Da sage ich nein. Habt ihr beide recht. Ach, Gott sei Dank. Also es gibt ja diese Clips. Wollt ihr auch noch die Schätzfrage hören? Ja. Also Erik hat eh schon gewonnen, aber Schätzfrage wäre, wie lang geht der neue Bond No Time to Die? Oh, wie viele Minuten? Hätte ich vorhin mal gelesen, ey. 138 Minuten. Ey, ich wollte gerade genau dieselbe Zahl sagen. Vielleicht hatte ich ja vorhin irgendwo. Ja, dann gehe ich drunter, dann sage ich 137. Er dauert 163 Minuten. Okay, yeah! Da ist er länger. Okay. Die Schätzfrage habe ich gesagt. Also fast 2 Stunden, fast 3 Stunden. Okay, also. Okay, aber Erik hat gewonnen. Das heißt, in der nächsten Woche darf Erik mal wieder. Applaus für Erik. Applaus. Applaus. Ja. Applaus. Gut, dann und wandert hier das X mal hier zurück rüber. Ins normale Programm. Verdammt. Oh, wir haben alle keine Musiktipps drin. Ja. Weiß ich da. Dann nehme ich hier aus dem James Bond Film, aus dem Diamonds Are Forever von Laurie Bessy, glaube ich. Den fand ich immer sehr schön. Diamonds Are Forever. Und inzwischen könnt ihr euch was raussuchen da. Du musst gucken, ob wir das schon drin haben. Haben wir schon von Paramore Still Into You drin? Ah, ich möchte jetzt ungern, machen wir es mal so, trag es mal ein und wenn das nicht ist, nehme ich den nächstfolgenden Top-Hit von der Band. Okay. Ja, weil ich will jetzt ungern die Spotify hier öffnen, wenn hier alles aufnimmt und so. Ja. Ich nehme dann tatsächlich das, was ich letzte Woche schon hätte nehmen wollen oder sollen, von Guns N' Roses Sweet Child of Mine. Das könnten wir fast schon drin haben. Aber gut. Ey? Gucken wir mal. Oder was? Paradise City? Irgendwas hatte ich schon mal genommen, glaube ich. Damals noch wegen VfB und so, glaube ich. Na, schauen wir mal. Ansonsten nehmen wir was anderes. Ja.
Okay, dann sind wir ja schon durch heute. So weit, so gut. Und vielen Dank an alle, die uns auf diversen Plattformen unterstützen. Zum einen durch Patreon. Beiträge, zum anderen durch Teilen unserer Beiträge. Da gibt es hier auf Twitter mal einen, der ist da sehr, sehr fleißig und so. Empfehlen uns auch weiter. Mach ich doch gerne. Ah, ja, du auch, ja. Letzte Sendung hast du aber nicht geteilt, habe ich gesehen, oder? Oh, wir haben Sweet Child of Mine tatsächlich schon drin. Ah, sag ich doch. Dann nehme ich Paradise City, auch gut. Paradise City hatten wir nicht. Ich hätte gerade gedacht, nee. Den hätten wir drin, aber nee. Nein. Genau, der Max, okay. Der teilt uns immer, sehe ich gerade hier. Und die haben sich da ziemlich ausgelassen über diese Verabschiedung letztes Mal, wo du hier dein ganzes Arsenal abgefeuert hast aus der Liste, die du da in der alten BBS-Mailbox gefunden hast, da diese TXT-Datei. Und, San Francisco. Ja, genau. Ach so. weil das wohl ein anderer Podcast irgendwie kultiviert hat, dass sie jedes Mal irgendeine absurde Verabschiedungen machen und genau. Und dann haben sie jetzt fangen wir auch noch an. So. Nein, es war ein einmaliger Spaß. Nee, aber die fanden das lustig, dass wir das machen. Ja, aber trotzdem, wir wollen ja, ich meine, irgendwelche unbekannten Podcasts zu pushen, ist natürlich immer nett von uns auch, aber. Genau, irgendwelche Noobs hier. Irgendwelche Noobs zu carryen. Okay, das heißt, heute zur Verabschiedung keine dummen Sprüche, sondern einfach nur noch eine Aussage von mir, bevor wir dann von meiner Seite aus Feierabend machen. Ich möchte nochmal betonen, dass ich Ted Lasso als eine der besten und schönsten und wunderbarsten Serien aller Zeiten sehe. Ja. Neben Jerks, ja. Nee. Also. Ja, Ted Lasso ist super. Ted Lasso. Ich möchte auch noch was zum Schluss sagen. Geht wählen, wählt das Richtige. Kein Platz für Nazis, kein Platz für Faschos. Wählt sauber und korrekt. Setzt eure Stimmen und guckt Formel 1, guckt Fußball. Habt einen schönen Sonntag. Ein wilder Mix an Empfehlungen hier bei dir. Natürlich. Okay. Ja, also so detailliert wollte ich nicht Wahlempfehlungen geben, aber man sollte sein demokratisches Recht auch auf jeden Fall nutzen. Ich habe ich bin in der DDR. Kindheit verbracht da und da war es halt alles nicht so schön mit Demokratie, deswegen seitdem ich die Möglichkeit habe, frei zu wählen, nehme ich das jedes Mal wahr. Mach alles irgendwie möglich, dass ich das tun kann und das solltet ihr auch tun. Ihr solltet das zu schätzen wissen und ja genau. Auch in der Corona-Diktatur könnt ihr euer Wahlrecht nutzen. Hat vorhin die Heute-Show gepostet, fand ich sehr, sehr gut. Ja, in der Corona-Diktatur wird der Bundestag einfach mal neu gewählt. So viel dazu, ne? Okay, also auf geht's, schaltet jetzt aus und geht wählen. Ciao, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Bis bald im Kinocast.